Schade. Nee, das ist nur da. Da ist eine Kiste, die wahrscheinlich von ganz viel... Merkwürdig. Der Strom ist aus. Findest du mit den Kartendaten einen Weg zur Stromversorgung? Klar. Gib mir eine Sekunde. Ja, da ist ein Weg. Auf der anderen Seite. Die Umgebung der Stromquelle ist kontaminiert. Scheinbar mit einer Maschine verbunden. Los geht's! So, was haben denn die Menschen hier? Ich will keine Last sein. Lass mich hier. Ich würde dich nur in Gefahr bringen. Es tut mir so leid. Ich kann nicht mit euch gehen. Okay, und du? Hör auf, so einen Quatsch zu reden. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie wieder verlassen. Ob wir leben oder sterben, wir bleiben bis ans Ende zusammen. Hör auf zu weinen und steh auf. Wir erreichen die Kolonie gemeinsam. Oh. Aber ich habe noch 3 Skillpunkte, die würde ich gerne benutzen. Super. Alles andere hier macht nur Bumm. Wir sind an dem Ort angekommen, an dem die Wärmequelle geortet wurde. Unter der Kontamination windet sich etwas. Ich werde eine Probe nehmen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Stromwiederherstellung hier aktiviere, kommen die Viecher raus. Und das wird kein Spaß. Wow, sieh dir das an. Ich bin doch... Also Taki kannst du vergessen, ich brauche den Schaden. Ich brauche dringend den Damage. Das war ein bisschen too much. Ah!
Fahrrad gesessen. Boah, komm schon, wirklich. Du bist doch schon halb tot. Das Hunde jaulen. Zu viel gekostet von allem. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Naja. Ja, ich weiß, was ich bedienen muss. Ich muss ja erstmal hier alles leer machen. Willst du mich verarschen? Das ist ja schlimm hier. Kann ich aber mit Feuer alles wegburnen. So, oh fuck. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ja, immer noch dran. Ja, aber wir haben ein neues Outfit. Oh, komm schon, das ist gemein. Ey, wollt ihr mich verarschen? Rot. Blau. Rot, okay. Das ist, wenn die Millimeter schon um die Ecke sind. Dann kannst du nicht mehr hochdrücken. Wir haben Strom. Mir gefällt dir eigentlich das neue Outfit von unserer Eve.
zu immun. Ja, die Gegner hier mit Schild, die machen mir so Probleme teilweise. Der hätte damals sich bei Florenza gut entwickeln können. Dann hätten sie den GSM nicht so verkackt. Jetzt. Lass mich raten, die Türen gehen alle gleich auf. Ja, was da? Es hat. Ich glaube, wir sind hier falsch. Au! Was haben sie verkackt? Das ist recht leid. Ich hab gemeint, sie hätten den GSM nicht komplett verkackt. Wenn der Entwickler hier bei Florenza mitgemacht hätte damals. Weil die Gegner, die ein Schild tragen, machen richtig Probleme. So, ich kann jetzt die anderen Türen auch aufmachen. Da ist noch eine Kiste. Es gefällt mir aber nicht, was hier zu finden ist. Diese Kiste könnte... Ah, pass auf, dass du nicht den Laser berührst. Wie soll ich den Laser nicht berühren? What the fuck? Ja, keine Ahnung. Im Vergleich zu anderen Klassen. War der also im Kompetitiven für anderen Klassen war der ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich diese Dingsbums haben will. Die Kiste kann mich tatsächlich mal, um ehrlich zu sein. Ich kann von hier mehrere Nativas da drüben ausmachen. Ich habe sie vorher nicht bemerkt. Ist das Verstärkung? Hallo, ich wollte doch. Drecksau. Einen Heiler hat er dabei gehabt.
Zu Beginn ja. Zu Beginn ja. Wie, ich kann was verbessern. Geil. Oh. Oh. Punktop. Dosendetektor. Oh. Der wäre auch nicht schlecht gewesen. Das hat auch was. Muss ich sagen. Wie viele Orbit-Lifts gab es auf der Erde denn? Vor dem Krieg waren es insgesamt 4 Orbit-Lifte. Und was ist mit den anderen? Nur der hier ist noch übrig. Die anderen wurden im Krieg zerstört. Dank ihm hier konnte die Kolonie noch eine ganze Weile lang Vorräte transportieren. Das war schon hilfreich, aber vielleicht wurde er für den Alpha erhalten. Hm, das stimmt. So, dann machen wir uns mal auf die Jagd nach den Alphas. Nach dem letzten Alpha. Die Kontaminierung breitet sich aus. Hier lang. Wir müssen den Kraftlift nehmen. Jetzt lass mich doch noch die Truhe mitnehmen. Der Strom. Er kommt hier nicht an. Moment. Im Sektor neben uns ist eine Stromquelle. Magst du meine Hacking Skills? Nicht. Fuck. Heidewitzka, sieht auch nicht schlecht aus, aber die Frisur passt nicht. Oh fuck. Thank you.
hätte nicht gedacht, dass sie so mächtig ist. Mein Arm fühlt sich merkwürdig an. Die Körperzelle ist überlastet. Auch die Drohne ist instabil. Werde ich nochmal überladen können? Höchstens ein oder zweimal. Fuck. Gut, dann hebe ich mir das auf. Boah, ich dachte, er steht jetzt wieder auf. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich meine, ich hätte wieder auf einfach gestellt. Fertig. Los, gehen wir zurück. Ich will auch nicht ewig bei einem Gegner bleiben. Ja, ich habe Story-Modus wieder gemacht. Einfach, ich muss die Spiele irgendwann fertig machen, Zui. Ich habe noch so viel auf der To-Do-Liste, da kann ich mich jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen ablagern oder aufhalten, die mich halt sowieso killen und dadurch halt noch Zeit fressen. Auch wenn ihr das gerne seht, ich habe einfach die Zeit nicht, sonst muss ich ganz viele Spiele einfach lassen und ich habe halt keine Lust darauf. Hat sich das Vieh gerade selbst gekillt? Ich habe die Befürchtung, da muss ich nochmal hin. Oh, komm schon! Jawohl, sind wir schön, so eine Schwadron von Minions einfach mit einem Skill zu klatschen. Systemausfall, Energieversorgung wurde abgeschaltet. Wir begeben uns zum Treffpunkt. Das ist ein Hinterhalt. Versteckt. Verreckt, ihr Monster. Armer Kerl. Oh, 4 Skillpunkte. Wir haben die Kommunikation mit der Kontrolleinheit verloren. Ich glaube, sie wurden angegriffen. Wir müssen gehen, sofort. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Es sind einfach zu viele. Wir haben alle verloren, an denen uns etwas gelegen hat. Die Zeit für Rache ist gekommen. Das Leben der Einwohner liegen in unseren Händen. Haltet durch bis zum letzten Einsatz des Orbit Lifts. Naja. Ach so, der explodiert, weil er nichts machen kann. Das war aber eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt hier 4 Stück bekommen. Wir haben gut gekämpft. Seid nicht traurig, wir werden für die Menschheit sterben. Welcher Tod könnte glorreicher sein? Was die Menschheit überhaupt gibt. Thank you.
Ja, also unser Skillbaum kann sich sehen lassen, finde ich. Wenn ich mich jetzt hinsetze, damit mein Trank wieder voll ist, sind die anderen Nativas aber auch wieder da. Warte mal, wo und wie muss ich denn überhaupt lang? Oh, fick dich doch, ey. Da lang. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Da ist die Konsole. Ach so. Stimmt, der ging ja nicht. Jetzt geht's wirklich ins Weltall. Ah, schade, ich dachte, da wäre noch ein Geheimnis oder so. Folg einfach dem Weg vor dir, dann kommst du direkt zum Frachtlift. Ja, die Frage ist, was kommt noch? Den Aufzeichnungen nach war die letzte Fahrt vor 173 Tagen. Also gar nicht mal so lange. Mir ist nicht ganz klar, wer gefahren ist. Das Einzige, was ich wissen muss, ist, ob er funktioniert. Hier werde ich auf jeden Fall noch mal heilen. So, wenn wir das haben, dann kann ich Final Fantasy weiterspielen. Wo ich sagen muss, das erste Spiel, was mir richtig Spaß macht wieder, wo ich auch richtig Lust habe, das durchzuspielen. Betriebssystem ist hiermit gehackt. Und los geht's! Jetzt warten wir einfach ab, bis wir den Zentralkern erreichen. Also, sofern wir nicht plötzlich anhalten. In der Zwischenzeit so lange umsehen? Hab ich vor, ja. Finde erst den Ausgang. Hoffentlich geht das nicht schief. So, hier gibt es jetzt noch ein paar Sachen. Okay. Kisten und so ein Kram. Bist ja hoffentlich nicht. So. Hoffentlich bist du nicht sauer, weil ich jetzt auf leicht spiele, um voranzukommen. Alle, sie sind alle tot, nur ich bin noch übrig. Ich bin todmüde, ich will einfach nur ausruhen. Ich glaube, das war dein letztes Ausruhen, mein Freund. Extremes Nanomaterial, okay. Also
herausfinden. Oben ist die Kontamination wohl hoch und die Quelle hält uns auf. Wir haben keine Wahl, wir müssen raus. Au. Ja, es war klar, dass da jetzt noch ein... irgendwie so ein Kampf oder so kommt. Ich hab gedacht, schaff's nicht mehr. Will ich mal raus und will den Lümmeln da draußen mal auf den Sack geben. Denn da noch? Sieht alles gut aus. Warte mal einen Augenblick. Okay, ich gehe jetzt rein. Oh, wieder so eine Süße, die mir Lebenskraft gibt. Ah, Körperkern. Maximale Lebenspunkte erhöht. Nice. Hey, Roboter, was machst du denn hier? Habe ich da fast übersehen. Ich dachte mal, ey, mein Trinksystem ist doch... Warte mal, Moment. Hier ist es auch kontaminiert. Verstehe, daher kommt es also. Los, wenn ihr zögert, sind wir alle tot. Ein Stück weiter gibt es einen Passagierlift. Ich versuche, uns so viel Zeit wie möglich zu verschaffen.
Was? War da nicht noch so ein Drecksvieh? Na gut. Ich habe das Gefühl, hier hoch muss ich. Den Weg können wir erstmal vergessen. Oh, schade. Ich dachte. Aber wie so häufig soll ich dich denken? So. Ich nehme natürlich so viel mit, wie ich kann. Na, ich krieg nicht so viel Schaden. Das ist, könnte ganz gut sein. Irgendetwas Furchtbares versperrt den Weg. Komm, überlass das mir. Das war dumm. Das erinnert mich an einen alten Filmklassiker mit einem menschenfressenden Hai. Der Hai konnte Blut riechen und verschlang Menschen. Die Nativas sind wie der Hai. Sie werden von dem Geruch angezogen, dem einzigartigen Ozongeruch der Legion. Okay. Die Kontamination hat sich nicht von unten nach oben gefressen. Sie kam von oben herunter. Spuren der Kontamination wurden in der Orbitstation festgestellt. Dann bleibt nur noch der Zellkern. Habe ich den jetzt getriggert? Sollte der eigentlich rauskommen? Habe ich das Game gesoftlockt? Er hat gefressen. Kommt doch raus. Nico, wusstest du das? In der Prestige-Lounge gibt es einen Garten mit Blumen und Bäumen. Erinnert mich an den Garten, in dem wir früher immer gespielt haben, als wir noch klein waren. Diese Erinnerung ist nur noch ein Echo. John, du lebst. Was für ein Glück. Fehler können wir... Feiern können wir später. Es gibt einen Weg zum Passagierlift. Weit weg von der Nativas. Alles, das sieht giftig aus. Da müssen wir lang, aber da gibt es noch eine Kiste. Ah, ich dachte, die wird von ein paar Tentakeln bewacht, aber... Scheinbar nicht. Räumen hier mal auf.